Wir marschieren vorwärts. Ja? Und das ist so gut. Heute im Lobpreis war für mich so dieses, hey Jesus, er sitzt auf seinem Thron. Er ist nicht runtergefallen. Er sitzt da. Und wir mit ihm, sagt die Bibel. Wir sitzen geistig gesehen, sitzen wir mit ihm. So, du musst dich im Leben nicht stressen. Du darfst dich hinsetzen. Und mein Thema heute, taritara, habe ich super, ist zurückerlangter Sieg. So, das ist der Abschluss von dieser Serie, die wir gehabt haben. Ich glaube, es waren 7 Teile. Erlöst, die darüber haben wir geredet, diese Basics, was hat Jesus in dieser Erlösung erwirkt? Was hat er getan? In Österreich, glaube ich, gibt es kaum jemanden, der nicht darüber Bescheid weiß, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wahrscheinlich fast niemand. Ja? So ich auch als Kind, das habe ich mitbekommen. Dieser Jesus, der ist am Kreuz gestorben. Und ich habe mir immer gedacht, der war einfach zu gut für diese Welt. Deshalb wollten ihn die bösen Leute auf die Seite schaffen. Mir hat das nie jemand erklärt. Wie ich mich bekehrt habe, habe ich dann so weit verstanden, Jesus hat meine Sünden, für meine Sünden bezahlt. Deshalb kann ich jetzt ein Kind Gottes sein. Aber irgendwie habe ich mir so gedacht, Jesus hat für die Sünden bezahlt, die ich getan habe, bevor ich ihn gekannt habe. Und jetzt weiß ich es besser, jetzt muss ich irgendwie gut sein. Okay? Und es hat ein bisschen gedauert, dass ich verstanden habe, und ich bin immer noch dabei, das besser zu verstehen, was Jesus an diesem Kreuz wirklich getan hat. Und wir lehren und predigen immer wieder darüber, warum? Weil das ist das Fundament unseres Glaubens. Nichts anderes, das, was Jesus getan hat. Und wir müssen es immer wieder hören. Weißt du warum? Weil unser Fleisch, das wir immer noch haben, ist gern religiös. Und Religion ist das Gegenteil davon. Religion sagt immer, du musst noch was machen. Du musst dich noch bemühen. Du musst dich noch dies und das, um das zu bekommen. Du musst noch das machen, um Gott zu gefallen. Du musst noch so und du musst noch so. Das ist zusammengefasst in Konversion Religion. Ja? Und es geht nicht darum, dass wir als Christen dann auf einmal Buddhisten werden, so auf eine Religion, sondern wir können auch als Christen irgendwie so religiös dahin leben. Und religiös dahinleben tun wir dann, wenn unser Fokus verschoben wird und wir haben uns selber im Fokus, was wir jetzt tun sollen. Und das Gegenteil ist der Fall. Das Evangelium ist nicht tu, 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 sondern das Evangelium ist, es ist getan. Es ist fertig. Jesus an diesem Kreuz. Und wenn du dir diese Szene vorstellst, die ist so stark für mich, dass Jesus am Kreuz mit allem, was er da gelitten hat, ruft er laut aus. Warum ruft das denn laut aus? Dass die anderen hören. Es ist vollbracht. Was äußerlich ausgeschaut hat wie eine Riesenniederlage, für alle, die das sehen, war der größte Triumph ever. Jesus sagt, es ist fertig. So, wenn Jesus sagt, er hat was fertig gemacht, dann sollten wir das anerkennen, wissen, was es ist und uns hinsetzen und nehmen. Okay? Das ist so, wie ich stell dir vor, du bist bei mir eingeladen zu einem Geburtstagsfest, du hast Geburtstag und ich mache ein Fest für dich, okay? Und ich lade alle Leute ein und ich decke auf und ich koche und ich mache ein Geburtstagsgeschenk und Girlanden und Musik und alles. Und dann sage ich, es ist fertig, du kannst kommen. Und dann kommst du rein und dann fangst du an, dich nicht hinzusetzen, sondern du fangst an, Sachen zu machen. Du fangst an zum Staubsaugen und du möchtest noch, weißt du, das fehlt und na, das Tischtuch, das müssen wir austauschen und dies und das. Und dann schaue ich dich an und ich denke mir, das stimmt nicht mit dir. Ich habe gesagt, es ist fertig. Ich habe es gemacht. Dein Part ist jetzt, dass du dich hinsetzt, isst und dich drüber freust. Richtig? Und ein bisschen so ist das manchmal mit uns, mit Gott. Jesus sagt, es ist fertig. Der Tisch ist angerichtet. Du komm, setz dich hin, nimm und iss. Und dann kommen wir und wursteln nochmal dumm. Und nehmen überhaupt nicht wahr, was alles auf diesem Tisch ist. Das, was Jesus getan hat, hat ihm sehr viel gekostet.
Amen. Das war ja nicht irgendwie, weißt du, im Vorbeigehen hat er irgendwas und er sagt, okay, wenn es dich freut, nimm das oder nicht. Das hat ihn alles gekostet. So, das bedeutet, er hat was für uns erkauft mit seinem eigenen Leben. Und es wäre nicht nur dumm, sondern auch unhöflich und respektlos von uns, wenn wir nicht anschauen, was das ist. Und wenn wir es nicht nehmen. Es ist falsche Demut. Und falsche Demut ist immer Stolz. Wenn wir sagen, ich brauche irgendwie da nicht mehr. Ich bin so happy mit dem, was ich habe. Voll gut. Sei happy mit dem, was du hast. Freu dich jeden Tag dran, dass du in den Himmel gehst. Ich freue mich jeden Tag. Jetzt noch mehr als früher. Du auch? Denk mal irgendwann, ja? Aber trotzdem möchte ich jeden Tag auch mehr erkennen, was Jesus hier getan hat, wie er gesagt hat, ist fertig, Conny, jetzt komm und iss. Und das war diese Serie, über die wir gesprochen haben. Wir haben geredet über, wir haben wiederhergestellte Würde. Wir sind gerecht. Der Mensch ist geschaffen für Würde. Aber wir haben Herrlichkeit verloren, wir waren getrennt von Gott. Und dadurch, dass er zur Sünde gemacht wurde, ich muss aufhören, weniger mit meiner Hand zu fuchteln. Dafür, dass er zur Sünde gemacht wurde, für unsere Sünde, sind wir Gerechtigkeit geworden. Ja? Gerechtigkeit bedeutet, ich komme vor Gott mit ohne Schuld, ohne Sündenbewusstsein, ohne Verdammnis, ohne Verstecken, ohne Schämen. Das ist Gerechtigkeit. So komme ich und es gefällt ihm. Ja? Verwechsel das nicht mit hochmütigen, ich bin so toll, sondern es ist ein, ich bin gerecht gemacht durch Jesus. Ich kann kommen, so wie ich bin. Ich kann nicht nur, ich soll. Ich soll. Ich soll nicht hinten im Thronraum irgendwo mich verstecken. Ich soll kommen vor seinen Thron mit Kühnheit. Das ist Gerechtigkeit, dass wir aus dem heraus leben. Wenn Verdammnis kommt, was sagen wir? Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ich bin gerecht. Und wenn ich's verhau, dann laufe ich nicht weg vor Gott, ich laufe zu ihm hin, weil ich bin gerecht. Amen. Und er reinigt mich und er hilft mir. Yes. Das ist das Gegenteil von Religion. Das ist das Evangelium. Ja? Wir haben auch noch angeschaut, wir haben wiederhergestellten Frieden. Der Elias hat das so cool gepredigt. Wenn du die Predigt nicht gesehen hast, bitte schau es dir auf YouTube an. Wir haben Frieden. Wir haben Versorgung. Ja, wir haben all das wieder. Wir haben Gesundheit. Wir haben neue Richtungsweisung. Wir irren nicht in diesem Leben herum. Oh mein, ist das nicht gut? Wir haben einen Hirten, der vor uns hergeht. Wir sind seine Schafe. Wir gehen hinterher. Wir wissen, er hat einen guten Weg für uns. Ja? All das gehört uns. Und letzte Woche, jetzt muss ich überlegen, über was habe ich letzte Woche geredet? Über erneuerte Freundschaft, genau. Dass wir sind wieder, wir haben eine Freundschaft mit ihm. Ja? Und ein Freund ist mehr als ein Bekannter. Ja? Und was das bedeutet, Jesus ist unser bester Freund. Dazu hat er sich entschieden und er bleibt bei dem, für was er sich entscheidet. Ist das nicht cool? Ist nicht so, sind wir heute Freund? Mädchen sind da sehr prädestiniert. Zumindest wie ich klein war, war das so in der Schule auch immer. Sind wir Freundinnen? Dann zwei Wochen später, na, doch nicht. Ja, so, Jesus hat nicht dieses Konzept von Freundschaft. Er sagt, ich bin dein Freund, ich bleib dein Freund. Was auch immer du machst, ich bin dein bester Freund. Und das war so gut. Ich muss sagen, ich war selber voll gesegnet von meiner eigenen Predigt. Ich war nachher so, boah, was für ein guter Freund Jesus ist. Ja? Und wir brauchen Freundschaft in unserem Leben. Wir sind dafür gemacht, richtig? Okay. So, das Thema heute ist zurückgeholter Sieg. Ja, und im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 57, da steht, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Er sagt, hey, Gott sei gedankt, der uns immer den Sieg gibt durch Jesus. Paulus schreibt an die Korinther und er in dem formuliert das so, aber wir finden diese Wahrheit sehr oft bei Paulus, dass er sagt, hey, wir sind siegreich, ja, wir haben den Sieg durch Jesus, er hat für uns gesiegt. Und oft schreibt er das im Zusammenhang an Leute, die schwierige Zeiten gerade durchleben. Er erinnert sie, Leute, wir haben den Sieg, wir sind keine
besiegten Leute. Wir haben den Sieg. Jesus hat das für uns auch erkauft. Wir sollten das wissen. So, es gibt einen fortwährenden Kampf, der irgendwie um uns herum tobt in dieser Welt. Ist dir das schon aufgefallen? Es ist eigentlich nicht so die Welt, so ein wundervoller, friedlicher Ort. Es ist immer irgendein Kampf am Laufen. Es sind immer irgendwelche Dinge, ob es jetzt auf der ganzen Welt sind oder in uns, in Familien, irgendwie ist immer so ein Kampf da. Und dieser Kampf ist deshalb da, weil diese Schöpfung ist gefallen. Hallo, guten Morgen, wenn du es nicht gewusst hast. Ja? Manchmal sind wir Christen so überrascht über diese gefallene Welt. Oh, gibt es gar nicht, was jetzt wieder. Aber diese Welt ist gefallen. Das bedeutet, von dem Platz, den sie hatte und die Menschen hatten, sind sie runtergefallen. Ganz einfach. So, die Welt steht irgendwie Kopf. Wir als Christen sind auf unsere Füße gestellt worden wieder. Das bedeutet Sieg. Ja? So, dieser Kampf, der tobt. Ja, nicht nur Krankheit, Leistungsdruck, Zynismus, Misstrauen, Unehrlichkeit, Ablehnung. Das nagt alles am Fundament unseres Lebens. Ja, nicht nur Corona, nicht nur diese Riesendinge, sondern es ist ein permanenter Kampf. Okay, auch für die Männer. Für die Frau manchmal ein bisschen schneller, glaube ich, im Kopf. Okay, gut, lassen wir das. So, jeder Mensch braucht eine Quelle, von der er beständig Stärke und Kraft bekommt. Weil dieser Kampf möchte Folgendes immer machen. Uns Kraft nehmen, Zuversicht nehmen, Hoffnung nehmen, sagen, leg dich hin, steh gar nicht mehr auf, alles ist wurscht. Oder er möchte uns in einen Dauerstress versetzen, wo wir das Gefühl haben, dass wir wie geistige Karatekämpfer die ganze Zeit irgendwelche bösen Mächte bekämpfen müssen. Beides ist falsch. Amen? So, wir haben einen Widersacher und er ist sehr unnachgiebig und er ist erbarmungslos. Er sucht durch jeden möglichen Kunstgriff den Erfolg und den Sieg, den wir haben in Christus, uns irgendwie zu rauben in dem, wie wir denken. Ja? Kennst du das, dass du bist in einem Gottesdienst und du merkst, und Lobpreis ist so cool und du merkst richtig, wie dein Geist aufsteht und du bist so, yes, Gott ist für mich, er hat gute Pläne, das Leben ist gut, ich gehe weiter. Zwei Tage später ist irgendwas und du bist so, und das Gefühl ist nur mehr so ein weit entfernter Gedanke. Ja, das war irgendwie, aber das war halt vielleicht gerade die Stimmung, weißt du so. Und wenn du das kennst, dann möchte ich dir sagen, du bist nicht allein. Du musst dich dafür nicht schämen und es ist auch nicht so, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Das ist ganz normal. Und deshalb kommen wir zusammen, wir erinnern uns, wir machen Lobpreis, wir schauen ins Wort und wir wachsen und wir werden stärker in der Erkenntnis, was Jesus für uns getan hat. Weil es geht nicht darum, dass wir uns dann selber irgendwie so bemühen, ich sollte mehr optimistisch sein. Ja, ich sollte mehr irgendwie positiv sein. Stärker sein. Ich sollte mir dies, das. Sondern es geht darum, dass wir immer wieder schauen, was hat Jesus getan. Das ist der einzige Weg und ist auch ein ziemlich guter. Ich finde ihn ziemlich gut. Ja? So, wir schauen auf ihn, auf diesen Sieg, den er errungen hat. Im Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt nur, sag einmal nur, ja. Nur. Er hat auch nur ein Ziel, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das ist sein Ziel. Und, Überraschung, er kommt. Wenn der Teufel zu dir kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben, dann sei nicht überrascht. Er kommt. Er ist zu Jesus gekommen. Stimmt's? Er hat Jesus alle möglichen Dinge erzählt. Warum? Weil er wollte stehlen von ihm. Und was hat Jesus getan? Er hat mit dem Wort geantwortet. Er hat nicht gesagt, weiß ich auch nicht, und ich meine, ich bin der Sohn Gottes, du bist der Teufel, was willst du überhaupt von mir? Sondern er hat mit dem Wort geantwortet. Und dann steht, der Teufel ist gewichen von ihm eine Zeit lang. Das bedeutet, er ist wiedergekommen. Okay? So, wenn dir solche Sachen passieren, nicht nervös sein, nicht verdammen. Ich weiß noch, dass ich habe die ersten Jahre meines Christseins, wenn Versuchung zu mir gekommen ist oder auch blöde Gedanken oder so Dinge, dann habe ich mich schon verdammt gefühlt,
durch Versuchung. Ich habe mir irgendwie manchmal schon gedacht, ich glaube, ich bin gar kein Christ. Weil so wie ich denke, ja, meine Güte, alle sind so lieb und ich wirklich. So, ich möchte sagen, wenn du Jesus angenommen hast, ist dein Geist von neuem geboren, du bist gerecht, du bist ein Kind Gottes mit dem Blut Jesu versiegelt. Unsere Seele, unsere Gedanken brauchen Erneuerung, Gott weiß das. Er ist nicht überrascht, was ist mit dir los? Er sagt, lass dich erneuern, schau auf Jesus, schau ins Wort und es wird uns helfen. Ja, und dann nehmen wir und wir sprechen das Wort. Jesus sagt, ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. So, es gibt eine Natur des Todes und es gibt eine Natur des Lebens. Gott ist Leben und er bringt Leben in Fülle. Alles, was Jesus getan hat, war Leben in Fülle zu bringen. In Fülle, nicht nur Leben, in Fülle. Deshalb hat er Wasser zu Wein gemacht. Damit hat er nicht Leben gerettet, aber es ist Leben in Fülle. Deshalb ist er am Wasser herumspaziert, nicht weil es sein hat müssen, sondern es ist Leben in Fülle. Amen? Ja, er rettet uns und er macht alles für uns und er gibt Leben in Fülle. Nicht einfach so, wir tropfen so dahin, es geht schon, sondern Leben in Fülle. Jesus hat gesagt, deshalb bin ich gekommen. Ist das nicht cool? Dass er hat das für uns definiert. Ist nicht so, wozu ist Jesus eigentlich da? Deshalb. Und er, weißt du, was er, die Ansage, die er macht, das macht er dann auch. Er ist nicht so wie jemand, der was sagt und dann ist es auch nicht ausgegangen. Sondern er hat gesagt, ich bin da, um euch Leben zu geben und Leben in Fülle und er hat es getan. Und dann hat er gesagt, und jetzt ist es fertig. Amen. So ist gut für uns, das zu wissen. Und das ist unsere Quelle von beständiger Kraft und Stärke. Es ist Jesus alleine. Wenn wir nicht wachsam sind als Christen, dann kann religiöser Pessimismus dazu führen, dass wir in so einer Art, dass wir so eine Art, wie soll ich sagen, Altar der Niederlage haben, an dem wir irgendwie anbeten. Ja? Wo es gibt diese Dinge, die uns passieren und dann fangen Leute an zu sagen, ja, aber durch das habe ich sehr viel gelernt. Und Niederlage ist irgendwie was Gutes und hält uns demütig und so weiter. So, ich möchte nur kurz, ich möchte eigentlich länger was dazu sagen, aber ich werde nur kurz was dazu sagen. Gott kann alles verwenden, alle Umstände in unserem Leben, um zu uns zu kommen und uns was zu lernen. Aber was er eigentlich möchte ist, er lehrt uns durch den Heiligen Geist und sein Wort. Und dann bekommt auch er Ehre. Er lehrt uns nicht Dinge durch Kranksein, weil dann wird Krankheit Ehre bekommen. Aber es gibt einen großen Lehrer und das ist der Heilige Geist. So, ihr seid überzeugt. Und der Rest von euch, weißt du, wenn du nicht überzeugt bist, lass dich überzeugen durchs Wort Gottes. Musst nicht mir glauben, aber dem Wort Gottes schon. Ist eine gute Idee. Ja? Okay. So, wenn wir nicht wachsam sind, dann bauen wir uns irgendwie so ein Glaubenssystem, das dem Wort Gottes widerspricht. Und das wollen wir nicht, weil es nicht Leben hervorbringt. Und wir wandeln, wir wollen wandeln in diesem Sieg. Kolosser 2, Vers 13 bis 15. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Jesus hat all unsere Vergehen, den Schuldschein, der gegen uns gesprochen hat, all das hat er besiegt. Er war diese große Schlange, die all die kleinen Schlangen verschlungen hat. Er selbst ist zur Sünde gemacht worden, dass er alle Sünder dieser Welt in sich selbst verschlingt und so besiegt. Deshalb, Sünde und Grab schweigen vor dir. Haben kein Sehen. Ist das nicht cool? Wir waren letztes Jahr in Israel und wir waren in diesem Garten, mit diesem Gartengrab. Du gehst da rein, da sind so viele Leute drin, die Lobpreis machen. Du gehst da rein und es ist wirklich ein Ort des Sieges. Es ist zwar ziemlich ruhig, aber es ist ein Ort des Sieges. Du spürst das.
da ist Sieg da. Warum? Weil der Tod ist besiegt worden. Das ist so gut. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, sag mal alle Zeit. Alle Zeit heißt alle Zeit. Egal welche Zeit. Egal was um dich herum passiert und egal wie du dich gerade fühlst. Sogar für mich um 6 in der Früh. Es ist alle Zeit. Alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. So, Jesus hat, steht im Kolosser, haben wir vorher gelesen, ein Triumph gehalten über alle Mächte. Er hat sie vollkommen entwaffnet, besiegt. Und wir gehen jetzt einher in diesem Triumphzug. In der geistigen Welt geht Jesus in einem Triumphzug. Das bedeutet, er ist aus diesem Krieg, aus dieser Schlacht als Sieger hervorgegangen. Er hat gesiegt. Das ist nicht mehr zu leugnen, nicht mehr, da gibt es keinen Kampf mehr zu kämpfen. Er hat gewonnen und wir gehen hinterher. Ja? Das kannst du so vorstellen, so wir kennen es jetzt nicht mehr, ja? So wie damals für die Leute war das klarer, diese Könige, die nach Hause gekommen sind und einen Triumphzug gehalten haben und so weiter. So, für uns stell dir das so vor. Das ist jetzt ein gewagtes Beispiel, aber stell es dir vor, österreichische Fußballmannschaft gewinnt die WM. Stell es dir vor, Marian stellt sich es gerade vor, hat ein voll glückliches Gesicht. Okay, so, du stellst dir das jetzt vor und du bist im Stadion, wie die gewinnen. Ja? Sagen wir, sie gewinnen gegen Deutschland. Genau. So, sie gewinnen gegen Deutschland, okay? Und du bist im Stadion und es sind ganz viele Österreicher da und auch Deutsche. Und dann nachher wird gefeiert. Hast du gespielt? Nein. Aber feierst du? Sagst du dann, wir sind Weltmeister? Ja, ich würde es sogar sagen. Ja? Aber wir haben dafür nichts getan. Aber im Stadion, wenn Schlusspfiff ist und wir sind Weltmeister, feiern wir alle, als hätten wir gespielt. Richtig? Und so stellen wir uns das vor. Jesus hat gesiegt und wir gehen im Triumphzug. Wir feiern mit. Das wird uns angerechnet. Wir sind auch. Wir sind befreit von jeder Sünde, von jeder Krankheit, von aller Trennung, von aller Verdammnis, von jeder Orientierungslosigkeit, von aller Ablehnung, von all diesen Dingen sind wir befreit, weil Jesus hat darüber triumphiert und wir gehen einher im Triumphzug. Das ist so gut, ja? Wie komisch wäre das, wenn du dann nächsten Tag, nachdem die WM vorbei ist und du sitzt daheim und du denkst dir dann, ich weiß gar nicht, haben wir wirklich gewonnen, sind wir wirklich Weltmeister? Du zweifelst drüber, weil du hast keinen Muskelkater, du spürst gar nichts, du hast gar nichts gemacht. Nein, du weißt, wir sind Weltmeister. Das ist vielleicht prophetisch, nein. Gott sei gedankt. Und wenn wir das feiern, wenn wir wissen, Jesus hat das für mich getan. Er ist nicht an diesem Kreuz gestorben, weil er war zu gut für die Welt und die Leute wollten ihn beiseite haben. Er sagt, niemand nimmt mein Leben. Niemand. Das ist so eine gute Aussage. Täusch dich nicht. Niemand kann mein Leben von mir wegnehmen. Aber ich gebe es freiwillig für meine Freunde. Und er gibt es und er sagt, es ist vollbracht. Es war das perfekte Opfer, dem fehlt nichts. Wir können dem Erlösungswerk Jesu nichts hinzufügen, außer unseren Glauben. Dann wird es für uns wirksam. Jesus ist für die ganze Welt gestorben. Wirksam wird es für die, die es einfach glauben. So wird alles, was Jesus für uns getan hat, wirksam in unserem Leben. Wir schauen sie an und wir sagen, ich glaub's. Du hast das für mich gemacht, ich glaub's. Ich glaub's. Ja. Und so gehen wir einher im Triumphzug. Und deshalb feiern wir Gottesdienst und wir feiern Abendmahl und wir feiern ihn und wir feiern Gemeinde und wir feiern seinen Triumph. Amen. Amen. Weil nichts und niemand kann an dem rütteln. Wir sind Weltmeister für immer. Ja? Für immer.
In der Bibel steht, dass für alle Ewigkeit wird Jesus als das Lamm Gottes geehrt werden im Himmel. Für immer. Kein Ende. Das ist so gut. Halleluja, so gut. So, unser Kampf, die Kämpfe, die wir kämpfen. Hast du Kämpfe in deinem Leben? Ich auch. Kämpfe kommen zu uns, okay? Ist auch nicht so, oh meine Güte, ja, was jetzt? Sondern es ist eigentlich eine, gar keine, wie soll ich sagen, ich sehe es meistens als keine schlechte Sache. Ich habe das letzte Mal mich mit wem unterhalten, der dann auch gesagt hat, irgendwie, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich habe keine Lust auf diese Kämpfe. Und irgendwie habe ich dann so gesagt, ich schon. Ich schon, irgendwie. Ich denke mir dann so, bring it on. Weil wer ist größer als Gott? Wer ist stärker als er? Wer kann gegen ihn kommen? Amen. Ich gehe im Triumphzug einher. Was auch immer kommt, wenn ich in meinem Leben zurückschaue, was auch immer für Kämpfe war, hat Gott das verwandelt in einen Triumph für ihn. Und wenn wir Herausforderungen haben im Leben, dann muss das uns zum Besten dienen und es wird ein Zeugnis sein für den Herrn. So ist es. Amen. So, der Kampf, die Kämpfe, die wir kämpfen im Leben, kämpfen wir, und jetzt hör gut zu, kämpfen wir aus einem Sieg heraus. Nicht von einer Niederlage zu einem Sieg hin, sondern ich habe einen Kampf und ich kämpfe aus einem Sieg heraus. Aus einer Position von, das ist schon gewonnen. Das ist schon am Kreuz erledigt. Ist die Auferstehungskraft Jesu, steht da schon drüber und wirkt. Das ist mein Sieg. Aus dem heraus, ich kämpfe. Aber ich kämpfe schon. Die Bibel sagt, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Das bedeutet wieder, dass meine Antwort ist einfach, was? Glaube. Glaube an das, was Jesus getan hat, an wer er ist. Das ist mein Kampf, das ist meine Antwort auf die Kämpfe des Lebens. Aber ich erscheine schon im Ring. Versteht ihr, was ich meine? Wir sitzen nicht in der Ecke und, meine Güte, hoffentlich ist bald vorbei, hoffentlich ist bald vorbei, hoffentlich ist bald vorbei. Herr, hol uns bald. Gut, manchmal sage ich das auch. Herr, hol uns bald. Aber wir erscheinen schon im Ring. Aber wir sind in Christus und wir sind aus dem Sieg heraus, kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens. Wir sind nicht überrascht über Kämpfe, aber wir sind auch nicht besiegt. Wenn du liest in der Bibel, wie viele Leute Kämpfe gehabt haben, also findest eigentlich niemanden ohne Kampf. Ja? Wenn du schaust, allein was Paulus erlebt hat in seiner Zeit hier auf der Erde, das ist unpackbar, oder? So viele Herausforderungen, so viele Leute, die gegen ihn waren, dort gesteinigt, da verleugnet, da haben die Leute ihn verlassen, da ist Schiffbruch, da immer irgendwas. Und er marschiert einfach weiter. Er verschweigt das nicht, aber er marschiert weiter. Und er weiß genau, wie man diese Kämpfe gewinnt. Ich möchte lesen noch, ich lese euch noch eine Schriftstelle vor. Im Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 18. Die meisten von uns kennen diese Schriftstellen, aber ich möchte euch erinnern, weil wir müssen erinnert werden. Und Paulus schreibt hier an die Gemeinde, er sagt, schließlich werdet stark im Herrn. Am Anfang dieses Jahres hat der Herr ein Wort zu uns gesprochen. Er sagt, es ist ein Jahr, wo wir alle stärker werden in ihm. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe euch oft daran erinnert. Wir werden stärker in ihm. Und wir haben nicht gewusst, was kommt, er schon. Aber wenn er das sagt, dann meint das so und dann ist das für uns mehr als möglich. Und Paulus sagt ja auch, werdet stark im Herrn. So stark im Herrn zu sein, ist Gottes Wille. Aber stark im Herrn sein bedeutet eben nicht, reiß dich zusammen, du gescheit. Okay? Bitte glaubt das nicht. Ich habe das lange irgendwie so gehört. Meine Güte, ich muss irgendwie besser, stärker, disziplinierter. Stark im Herrn sein bedeutet was anderes und er erklärt uns, wie wir stark in ihm sind.
und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. So ohne diese Rüstung sind wir leichte Beute. Ja, wir brauchen diese Rüstung, dass wir bestehen. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, so das Ziel, das wir hier lesen, ist stehen. Ja, wir stehen in diesem Sieg. Und dann sagt er, so, wo war ich? So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ja, wie Paulus das geschrieben hat, hat er einfach die Rüstung von so einem römischen Soldaten vor Augen. Okay? Er ist in Gefangenschaft und er denkt sich, okay, das kann ich so beschreiben. Es geht nicht darum, dass wir in der Früh aufstehen und sagen, jetzt nehme ich meinen Helm, ich nehme meine da und irgendein Sprüchel aufsagen. Sondern es geht darum, er malt ein Bild, das wir verstehen. Das sind Dinge, die wir brauchen, um stehen zu können in diesem Kampf. So, wir nehmen den Gürtel der Wahrheit. Wahrheit ist was? Eine Person. Jesus ist Wahrheit. Er ist das Wort. Der Gürtel hält die ganze Rüstung zusammen. Wir brauchen Wahrheit, die alles zusammenhält. Ja, wir, Jesus hält alles zusammen. Amen? Vergiss das nicht. In unserem Glauben geht es um ihn. Er ist nicht so eine Randfigur, ah ja, Jesus, sondern alles dreht sich um ihn. Er hält alles zusammen. Er ist Wahrheit. Er ist das Wort. Wir brauchen Wahrheit, um in diesem Kampf zu stehen, weil es ist ein Kampf, der nur kämpft mit Lügen. Ja? Okay. So, wir brauchen Jesus, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit zu lernen, was bedeutet das, dass ich gerecht bin, ist etwas, das schützt mein Herz, meine Identität. Warum? Weil der Teufel zielt ganz viel ab auf deine Identität, wer du bist. Ja? Das macht er, das hat er mit Jesus gemacht, das hat er mit Adam und Eva gemacht, das macht er am allerliebsten. Weil das so eine starke Sache ist, wenn wir wissen, wer wir sind. Und du bist, wer du bist, weil erstens Gott hat dich gemacht. Du bist ein Meisterstück. Und zweitens bist du gerecht durch Jesus. Das sind beides Dinge, die sind nicht von dir gekommen. Und die kannst du auch nicht nehmen. Die sind von ihm. Und deshalb ist es so gut. Ich bin gerecht. Ich bin, wer ich bin, weil Jesus das getan hat. Da habe ich nichts dazu beigetragen. Aber das zu wissen, wenn Verdammnis kommt oder wenn Schuldgefühle kommen oder Stolz kommt, dann nimm Gerechtigkeit. Das ist ein guter Schutz für dein Herz. Nicht nur, wenn das kommt, sage ich blöd. Nimm es immer. Richtig? Wir füttern uns mit dieser Wahrheit, wir feiern diese Wahrheit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Wenn wir bereit sind, das Evangelium zu verkündigen, dann gehen wir diesen Weg mit Schuhen. Bist schon mal gewandert auf einem steinigen Weg barfuß? Das tut weh. Und man ist auch nicht so schnell, wie man sein sollte. Wenn wir diese Einstellung haben, ich bin bereit, das Evangelium zu verkündigen, dann ist das wie Schuhe auf unseren Füßen auf unserem Weg. Das hilft uns, ist gut. Zieh die Schuhe an. Amen, auch wenn du nicht der Oberevangelist bist, musst nicht. Ja? Aber diese Bereitschaft zu haben, das Evangelium Leuten zu bringen, sind gute Schuhe für uns und gehören zu unserer Rüstung. Bist froh, dass jemand dir das Evangelium erzählt hat? Ja. Freue ich auch. Und ich war nicht so einladend immer, wenn jemand mir das erzählt hat. Lass dich auch nicht verwirren durch das, wie Leute reagieren. Leute brauchen das Evangelium. Amen? Okay. Bei allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Oder manche Übersetzungen sagen, vor allem ergreift den Schild des Glaubens. Wir lieben Glaube. Glaube ist unser Schild. Mit dem Schild löschen wir feurige Pfeile aus. Wenn feurige Pfeile kommen, machen wir nicht, sondern wir nehmen unser Schild. Aber Gott sagt, Amen. Ja, wenn feurige Pfeile kommen, und sie kommen, nehmen wir unser Schild. Gott sagt das. Das ist das Schild des Glaubens. Und wir sprechen es aus. Wir sind meistens angegriffen in unserem Kopf.
So sprich es laut aus, weil du kannst nicht Dinge denken und was anderes sagen und es bleibt. Wenn du dir denkst, jetzt wird alles nur noch schlimmer, ich werde kein Geld haben, ich werde meine Miete nicht zahlen, dann sprich aus, Gott ist mein Versorger. Er schaut auf mich, er ist mein Hirte, ich habe mehr als genug. Und wenn du das sprichst, werden deine Gedanken automatisch gleich leiser und Wahrheit übertrumpft immer Lüge. Ja. Nimm dein Schild des Glaubens, du brauchst das. Lass nicht irgendwo umeinander kugeln. Ja? Sonntag hole ich es kurz raus. Sondern du brauchst das. Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Kenn Gottes Wort. Dieses Schwert ist das, alles andere ist irgendwie so zur Verteidigung. Aber dieses Schwert ist eine Angriffswaffe. Und das finde ich voll gut. Weißt du, durch mein Schwert des Geistes komme ich. Und ich sage, du nimmst die Hände weg von meiner Familie, weil im Wort Gottes steht, wenn ich glaube, wäre ich errettet, ich und mein ganzes Haus, und ich komme gegen dich. Und ich nehme Land ein. Du hast keine Chance. Amen. Nimm dein Schwert. Ja, ist ein gutes. Und mit allem Gebet und Flehen zu jeder Zeit im Geist, so im Geist zu beten, hey, ist auch eine gute Waffe. Do it. Ja? Und dann steht da, dass wir am Schluss, was wir können, so den Sieg behalten und im Sieg stehen. Wir stehen im Sieg. Wir kämpfen nicht für Sieg, wir stehen schon in einem Sieg. Amen, wir stehen im Sieg. Und ich stelle mir das so vor, dass ich stehe da und ich bin in Christus und Jesus ist so über mir drüber. Ich stelle mir so vor, ja, ich bin in ihm und er steht als dieser Löwe, der hier brüllt und er hat gesiegt. Und ich bin so in ihm, weißt du, und ich mache so mit, so, miau. Aber ich stehe, weil er steht. Er liegt nicht irgendwo besiegt in einer Ecke herum. Er steht. Und deshalb stehe ich in ihm. Ich muss nicht stark sein in mir selbst. Ich schaue auf ihn und sage, danke Herr, du hast alles für mich bezahlt. Und auch wenn ich mich nicht danach fühle, hast du Tage, wo du dich nach Niederlage fühlst? Oder nach Aufgeben? Oder all diesen Dingen? Ja? So, willkommen im Club, die haben wir alle. Und wenn jemand sagt, das hat er nicht, das kennt er nicht, okay, dann weiß ich nicht. Ja? Weil Jesus selbst hat das gehabt. Jesus selbst hat, siehst du, wo er sagt, wie lange soll ich euch ertragen? Wenn das wirklich sein muss. Ja? Und das ist okay. Ist okay, wenn wir kämpfen. Wenn wir sagen, das ist für mich jetzt ein Kampf, ist eine Herausforderung. Ich muss nicht sagen, wenn jemand sagt, wie geht's da immer, super gut, alles bestens, kein Problem. Sondern ich stehe im Sieg, den Jesus vollbracht hat. Amen. Amen. Und was immer in dieser Welt passiert, was auch immer, Jesus hat gesiegt. Amen. Und die Gemeinde, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Wir gehen einher im Triumphzug Jesu Christi. Wir sind das Licht dieser Welt. Wir sind jetzt nicht nervös. Wir sind nicht die, die so... Und wir sind nicht die, die gegen die Politiker schimpfen. Wir sind nicht die, die irgendwelche, die crazy jetzt werden. Wir sind die, die stehen. Wir sind die, die wissen, okay, ja, diese Welt liegt im Argen. Deshalb brauchen sie einen Erretter. Amen. Ja, und wir haben ihn gefunden. Wir sind in ihm und wir stehen in diesem Sieg. Wir sind nicht besiegt. Ja, und auch wenn du kämpfst mit Sünde, möchte ich dir sagen, Jesus hat diesen Kampf gewonnen. Hör auf zu kämpfen und nimm diesen Sieg an. Wenn du kämpfst mit Krankheit, steh in diesem Sieg. Jesus, du hast all meine Schmerzen, hast du getragen. Wenn du kämpfst mit Identität, hör auf zu kämpfen. Du musst dich nicht beweisen. Du musst nicht irgendwas aus dir machen. Du musst nicht, sondern lern einfach kennen, was hat Jesus getan. Wer bin ich als Kind Gottes? Was für eine Freiheit in dem ist. Und du wirst sehen, wenn du das anschaust, das anzuschauen und das zu feiern, ist wie du legst deine Rüstung an und du stehst. Amen. In der Kraft seiner Stärke. Und wir gehen einher im Triumphzug Jesu Christi. Das sind so Ausdrücke, ja, die sind so, die klingen manchmal so theologisch, aber es ist eigentlich sehr einfach. Es ist sehr einfach. Nur manchmal vergessen wir einfach. Ja, aber es ist sehr einfach und das ist so gut.
so gut. Wir feiern das, wir jubeln, wir beten, wir proklamieren, wir glauben aus diesem Sieg heraus. Jesus hat gesiegt. Er ist am dritten Tag ist er auferstanden. Und er lebt für immer. Er lebt für immer. Dieser Sieg, der ist für immer. Und der Sieg gehört uns auch. Und deshalb verkündigen wir diesen Sieg. Amen. Amen. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke für dieses Erlösungswerk. Wir lieben dich, Jesus. Danke, dass du diesen Weg wirklich gegangen bist für uns mit so einer, mit so einem Fokus. Mit uns als Fokus. Und ich danke dir, Herr, dass für jeden hier jetzt, dass Kraft und Stärke jetzt kommt, deine Gnade am Fließen ist. Danke, dass wir in dir sind. Danke, Herr. Halleluja, danke, Herr. Gibt es diese Bibelstelle im Johannes, wo Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Schwierigkeiten, Bedrängnisse. Aber seid getrost, habt Mut. Ich habe diese Welt überwunden. Alles in dieser Welt, alles an Schwierigkeiten, Jesus hat es schon überwunden. Deshalb sagt er, habt Mut. Wir sind ein mutiges Volk. Diese Welt braucht jetzt Mut. Amen. Jesus sagt, habt Mut. Ich habe alles erledigt, ich habe alles überwunden. Ja? Aber in der Welt, ihr werdet Bedrängnis haben, aber habt Mut. Ich habe alles überwunden. Amen. Und ich möchte euch sagen, hey, ich finde, ihr macht das alle so gut. Es klingt ein bisschen komisch, aber ich bin irgendwie so stolz auf euch. Ja? Und wir gehen weiter. Wir gehen weiter diesen Weg. Ja? Und vor vielen Jahren habe ich so den Eindruck gehabt, Gott sagt zu mir, weil ich mit mir selber öfter unzufrieden war, Gott sagt zu mir, Conny, dieser Weg, der ist einfach zum Gehen. Und es macht nichts, wenn du manchmal schneller laufst und manchmal langsamer, wenn du manchmal humpelst oder dich auch mal hinsetzt. Es geht nur darum, dass du einfach weitergehst. Und manchmal, weißt du, tragen wir einander. Manchmal tun wir einander, weißt du, einen kleinen Klaps geben, so komm, weiter geht's. Richtig? Manchmal machen wir eine kurze Pause und genießen die Aussicht. Aber wir gehen einfach. Amen. Manchmal schauen wir hübsch dabei aus, manchmal weniger. Richtig? Aber wir gehen. Er ist der Weg. Und er ist unser Ziel. Und Leute warten aufs Evangelium. Täusch dich nicht, sie warten. Amen. Und wir sind dazu berufen, dieses Evangelium zu verkündigen. Auf alle möglichen Arten und Weisen. Und wo das sein wird, weißt du, wo wir nächste Woche sein werden, schau auf die Homepage, ist eigentlich wurscht. Weißt du, Gott weiß es. Ja, wir wissen es noch nicht, aber wir werden irgendwas finden, was Gott für uns vorbereitet hat. Und wir werden dort Lobpreis machen und ihn erheben und ihn feiern und im Triumphzug Jesu Christi einhergehen. So ist es.